Hallihallo, hallo, ihr Lieben. Wie geht's euch denn so? Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe jetzt einiges an Videos vorzudrehen aktuell, denn es wird ein paar Videos geben, die nichts mit Kerzen zu tun haben. Ich habe ganz, ganz viel DIY-Sachen gekauft. Ich habe zwei klitzekleine Yankee Candles gekauft. Ich warte gerade aktuell noch auf eine zweite Bestellung aus dem Candle Lovers Shop und werde die dann auch für euch auspacken. Das mache ich aber am Wochenende mit dem Vordrehen. Ich möchte gerne die nächste Runde an Videos beginnen mit den Yankee Candle Neuigkeiten. Das ist jetzt kein großes News-Video, aber die ersten Infos zu den Monatsangeboten für 2018 sind jetzt bei mir gelandet in Form von Screenshots aus einer Gruppe, und zwar aus der von dem Candle Lovers, aus der KMW-Gruppe. Und zwar sind die Düfte bis einschließlich Juni 2018 schon bekannt. Ich möchte aber gerne, bevor ich sie euch weitergebe, sagen, diese Infos sind ohne Gewähr, also dass die Düfte in der Konstellation und zu den Zeiten rauskommen, ist sehr hochwahrscheinlich. Aber natürlich kann Yankee Candle jederzeit hingehen und das ändern oder sagen, ja, wir haben Probleme mit dem und dem Duft, den ersetzen wir durch einen anderen. Das heißt, sollten die Monatsangebote nächstes Jahr vielleicht ein- oder zweimal, wie auch immer, mal abweichen, ich bin nicht schuld. Keiner ist schuld, ne? Also das ist alles ohne Gewähr. Und zwar fangen wir mit dem Januar an, natürlich, für 2018. Da werden im Monatsangebot sein Clean Cotton und Cherry Blossom von Yankee Candle. Finde ich eine sehr schöne Kombination. Ich könnte mir das sogar in Kombination zusammen gut vorstellen. Fände ich mal interessant. Ich wurde ja gefragt jetzt, ob ich sozusagen diese Mixology mal machen könnte und mal Düfte mischen könnte und mal dazu Videos machen. Das wäre sehr interessant. Da werde ich mich bestimmt noch ranmachen, aber aktuell zeitlich kriege ich es noch nicht so gebacken. Aber ich habe es nicht vergessen. Und Clean Cotton ist zwar nicht so mein persönlicher Duft, aber es ist ein schöner, frischer Duft. Ich denke, für Januar ist das auch ganz okay, was Frisches. Ist zwar nichts Winterliches, aber was Frisches. Und Cherry Blossom finde ich ganz nett, weil das ist so optimistisch dem Frühling entgegensehend. Und es ist auch ein sehr schöner Duft. Ein leichter Duft, aber ein sehr schöner Duft. Für Februar ist angesetzt Black Cherry und Vanilla Cupcake. Auch sehr schön. Black Cherry sowieso, weil das einer meiner liebsten Düfte ist. Den mag ich total gerne. Da werde ich bestimmt zuschlagen. Und Vanilla Cupcake ist natürlich was für die Süßnasen unter uns. Der dürfte euch da auch ganz gut gefallen. Ist auch ein ganz netter Duft. Ziemlich süß. Wie der Name halt schon sagt, ne? Voll zuckrig. Aber finde ich eine ganz nette Kombi. Und dann machen wir weiter mit März. Da ist Black Coconut und Vanilla. Und Black Coconut, war da nicht dieses Jahr auch schon in einem Monatsangebot? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ist eine extrem starke Kerze. Also das ist wirklich ein Monat der Gegensätze, weil Black Coconut ist ein extrem starker Duft, sehr starker Kokosduft. Und obwohl ich persönlich Kokosdüfte liebe, war der mir zu heftig. Also ich habe meine Kerze damals vor Ewigkeiten schon abgegeben, weil der mir einfach too much war. Also das ist, und eine Kerze 10 Minuten anmachen und dann wieder ausmachen müssen, macht mir nicht Sinn, gell? So, und Vanilla ist das krasse Gegenteil dazu, ist eher ein sehr leichter Duft, natürlich reiner Vanilleduft, ist schön süß, aber ich finde, oh Gott, wie sehen denn meine Haare aus? Ich habe jetzt, wenn man mal nicht in den Viewfinder guckt, ne, so wie man aussieht, ne, naja, gut. Also Vanille, finde ich, ist ein sehr, sehr leichter Duft und also wie gesagt, total gegensätzlich. Im April kommen wieder zwei sehr nette Düfte raus. Einer davon, den werde ich mir auch holen, und zwar sind das Midnight Jasmine und Driftwood. Da haben wir einen sehr schönen floralen Duft und etwas Holziges mit dabei. Und Driftwood ist ja schon so ein bisschen so in Richtung Sommer gehend, Sommer, Strand und also jetzt nicht so ein Urlaubsduft, aber schon so, wo findet man denn Treibholz? Am Strand. Treibhaus, den Treibhauseffekt. Das wäre ja auch mal so ein Duft. finde ich eine interessante Kombination. Ich persönlich hätte vielleicht was anderes genommen, aber Midnight Jasmine
den habe ich jetzt, glaube ich, noch nie benutzt. Könnte ich jetzt nichts zu sagen. Driftwood ist aber sehr schön. Ist, ich glaube, so ein bisschen vanillig und holzig dabei und ist sehr, sehr nett. Und ich glaube, nee, den habe ich nicht hier stehen. Ich habe mir da letztens noch ein Votiv von geholt. Der ist im Badezimmer, finde ich sehr, sehr schön. Und da habe ich mir eine Kerze bestellt. Ich muss noch mal gucken. Ich fange an zu werden wie die Amis und die nicht mehr wissen, was sie bestellt haben. Jedenfalls auch sehr nice. Machen wir weiter mit Mai. Da hätten wir Vanilla Lime und Delicious Guava. Und Delicious Guava, also ich, wenn ihr Fruchtiges mögt und süße Düfte, kann ich euch den wirklich wärmstens ans Herz legen. Ein so schöner Duft, den habe ich jetzt auch letztens im Badezimmer angehabt. Und einfach herrlich. Wirklich, wirklich toll. Ich glaube, da habe ich auch eine große Kerze von noch da stehen. Und Vanilla Lime, da habe ich jetzt nicht so die Erfahrung mit, aber ist halt was für ja, die Zitrusfreunde unter euch. Und ich glaube, das ist jetzt dann in dem Jahr der erste Zitrusduft, ne? Ja, tatsächlich. Also die Zitrusfreunde kommen ein bisschen kurz, zumindest im ersten Halbjahr. Und zu guter Letzt Juno, also Juni, ist, jetzt muss ich mal gucken, Viva Havana. Yes, yes, werde ich auch wieder zuschlagen. Und Red Raspberry, da haben wir was Fruchtiges und was, ja, Herbes, würde ich jetzt mal sagen. Und auch da ist Viva Havana, sticht da ein bisschen raus, weil das ist, wie gesagt, was Herbes, etwas so in die frische Richtung gehend und ein bisschen anders als alle anderen Düfte. Also das finde ich sehr nett, dass sie den mit reingenommen haben. Genauso wie bei Delicious Guava und Driftwood, dass sie da einfach neue Düfte mit reingebracht haben, dass sich nicht zu viel wiederholt, das ist dann schon ganz nett. Also ich denke zumindest im ersten Halbjahr ist fast alles, also für jeden so ein bisschen abgedeckt. Gut, Zitrus kommt zu kurz. Frisches ist auch vertreten. Fruchtiges überwiegt eigentlich so ein kleines bisschen. Ja, doch, Fruchtiges so ein bisschen. Aber so an und für sich ist es eine ganz nette Mischung, würde ich mal sagen. Und jetzt würde mich natürlich mal interessieren, was so eure Düfte wären, die ihr davon wahrscheinlich holen, bunkern, hamstern oder einfach nur mal ausprobieren würdet. Weil diese Monatsaktionen eignen sich natürlich auch super, wenn man bei einem Duft unentschlossen ist. Na, mag ich den nicht, möchte ich ihn probieren oder nicht. Da ist man dann eher mal gewillt, etwas von zu holen, zum Beispiel so ein kleines Glas, um es mal auszuprobieren, bevor man sich dann an die großen Gläser wagt. Man muss die dann aber natürlich ein bisschen flott testen, damit man dann in dem Monat noch, wenn einem der Duft gefällt, zuschlagen kann. Die werden natürlich wieder 25% runter sein überall. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, was dann das zweite Halbjahr so für uns bereithält. Aber das wird erst noch bekannt gegeben. Das kommt erst noch. Ich glaube, das kommt so Anfang nächsten Jahres oder so müsste das sein, wo die dann die Infos rausgeben. Ich weiß es nicht genau. Ja, aber ich bin halt schon sehr gespannt. Das war es auch schon von den Neuigkeiten. Eigentlich müsste ich jetzt so ein Tagesschau-Piepen, so ein Piep, 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 so einblenden. Aber ja, das waren so die kleinen Neuigkeiten, womit ich jetzt starte. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Rest der Woche. Wir sehen uns dann hoffentlich im Freitagsvideo wieder und bis dann. Tschüss!